Zuletzt bei Pokepark Pikachu's Adventure. Um aus der Steinzone in den Himmelsgarten zu gelangen, brauchen wir die drei Losungsworte. Diese mussten wir von drei Wächter-Pokémon holen und im Anschluss erhielten wir Zutritt durch die Eidespforte. Nachdem wir dann noch bei Brutalandas Minispiel gewinnen konnten, haben wir nun die Erlaubnis, den Himmelsgarten zu betreten. Wir wissen immer noch nicht, woher das Erdbeben kam, welches vor kurzem die Steinzone erschüttert hat, aber vermutlich finden wir dort die Antwort auf unsere Fragen. Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokepark. Und nachdem wir jetzt dann bald am Ziel unserer Reise angekommen sind, dachte ich, wird es jetzt auch noch Zeit, die letzten Cheatcodes einzugeben. Und zwar für die unterschiedlichen Pikachu-Skins. Und dementsprechend, das sind by the way nicht nur, sage ich mal, Skins, die, glaube ich, einfach nur optisch sind, sondern wir können dann auch Pikachu in, warte mal, jetzt habe ich irgendwo einen Fehler drin, hier muss eine 9 hin. Man kann dann auch, glaube ich, Pikachu in verschiedenen Minispielen spielen. Zum Beispiel kriegen wir jetzt hier über diesen Code, ich will es nicht spoilern, den wunderbaren Ballon Pikachu. Die ganzen Skins basieren nämlich auf echten Pokémon-Karten, die existieren. Und zum Beispiel mit dem Ballon Pikachu kann ich jetzt auch mit Pikachu an Minispielen teilnehmen, an denen eigentlich nur fliegende Pokémon teilnehmen können. Und ich glaube, das ist für die 100% tatsächlich relevant, denke ich. Also man muss ja jedes Minispiel mit jedem Pokémon schaffen. By the way, habe ich aktuell jedes Minispiel, hier haben wir das Snowboard, jedes Minispiel mit jedem Pokémon gegrindet. Ne? Also es gibt jetzt gar nicht mehr so viel für mich in dem Game zu tun, weil ich jetzt sehr viel offscreen gegrindet habe und mir die ganzen Bonusleistungen, zumindest mit all den Pokémon, die ich habe, schon gesichert habe. Keines der Minispiele ist komplett abgeschlossen. Bei jedem Minispiel fehlen mir mindestens ein bis zwei Pokémon, die ich noch nicht freigeschaltet habe. Aber ne, dass alle Pokémon freischalten, kommt auch noch. Aber jetzt haben wir immerhin auch alle Pikachu-Skins, ne? Snowboard und was weiß ich. Und Luftballon und Surfbrett. Und dadurch können wir jetzt an den Ski-, Schwimm- und Flug-Minispielen auch mit Pikachu teilnehmen. Und das ist verdammt nice. So, wir müssen jetzt schleunigst zurück an einen Ort, an dem ich sozusagen wieder von hier verschwinden kann. Denn ich war hier noch in der Magma-Zone, weil ich hier dann noch die letzten Minispiele nachgeholt habe, die mir noch gefehlt haben. Na, und jetzt geht's natürlich für uns in die Steinzone, denn wir haben ja jetzt quasi eigentlich alles geschafft, was es zu tun gibt. Zumindest denke ich das. Und oh, das Groudon wieder. Ich weiß immer noch nicht, wann ich mit dem chillen kann. Ich glaube, ich muss mit Logok befreundet sein, dass ich mit dem Kollegen befreundet sein kann. Aber um mit Logok befreundet zu sein, müssen wir erst alle Minispiele freigeschaltet haben. Denn der hat gesagt, hey, es gibt ganz viele Minispiele hier im Pokepark. Wenn du alle gefunden hast, dann befreunde ich mich mit dir. Tag auch, für 10 Bären bringe ich dich überall hin. Yes, ich möchte in die Steinzone. So, sehr schön. Ich habe auch ein sehr, sehr cooles Getränk, Freunde. Schau euch das mal an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist einfach, schau dir mal diese Flasche an. Das ist so eine Grapefruit-Limonade. Die jetzt nicht vollgestopft mit Zucker ist. Es ist ein 10 Gramm Zucker auf 100 Milliliter, also das ist schon viel. Aber jetzt nicht so übertrieben krass. Und die kommt in so einer geilen 0,25 Mini-Glasflasche. Und irgendwie, finde ich, hat das Stil, daraus zu trinken. Ich feiere das irgendwie. So, und nachdem ich da jetzt auch quasi da einfach die passende, wie soll ich sagen, die passende Verpflegung habe, können wir jetzt hier vorne mit dem Pokémon reden, das Name ich vergessen habe. War das nicht irgendwas mit H? Hulo, nee, Papunga, okay, alles klar. Und komm hoffentlich in den Himmelsgarten. Wir halten in treuer Erfüllung des Eides mit unseren Freunden aus alter Zeit in diesen Ruinen Wache. Anscheinend hast du den Luftsport Deluxe in Brutalanda gemeistert. Nun gut, du darfst passieren. Bis sie her schaffen, ist beileibe nicht viele. Lass uns Freunde sein. Ach so, in den Himmelsgarten möchtest du? Sprich mit Shaymin, nachdem du die Ruinen durchquert hast. Oder Shaymin wahrscheinlich, ne? Nicht Shaymin. Alles klar. So, dann sind wir jetzt auch mit Papunga. Best Buddies. Und jetzt gehen wir in die nächste Zone. Und ist das jetzt wirklich die finale Zone, Freunde? Da, wo sich jetzt alles abspielt? Wow, hier ist sogar ein Dragoran. Und da ist ein Hopsprost. Nee, nicht Hopsprost, noch diese Weiterentwicklung. Ey, das ist sogar ein Voltilam.
Als ob Vultilam erst so spät kommt. Aber es sieht schon schick hier aus. Okay. Du hast die Steinzone hinter dir gelassen. Auf dich ist Verlass. Der Himmelsgarten befindet sich über der Steinzone. Geh nun und triff dich dort mit Mew. Okay, der will sich immer noch nicht mit mir befreunden, ne? Aber wir kriegen das schon noch hin. So, Bluebella. Du kommst aus der Steinzone zu uns? Wir hatten schon lange keinen Besuch mehr von außerhalb. Ich weiß ja nicht, wie es sich in den übrigen Zonen verhält, aber im Pokepark gibt es doch allerlei wundersame Dinge, nicht wahr? Ich habe eins in der Strandzone etwas ganz Tolles gefunden. Oh, du bist hier, um Mew zu treffen? Wenn dem so ist, solltest du einmal mit Shaman sprechen. Alles klar. Das wurde mir tatsächlich bereits gesagt. So, hier vorne ist ein Feuerriegel. Du bist von weit her gekommen und hast die Ruinen hinter dir gelassen. Ich bin in dieser Zone geboren und aufgewachsen. Hey, möchtest du mit mir Fangen spielen? Ja, gerne. Hier sind sehr viele coole Mons unterwegs. Ich bin sehr gespannt, was hier noch so rumgammelt. Aber hier ist zumindest, wow, okay, der ist ja sehr schnell, ein Feuerriegel, wo wir bisher nur ein Igel Lava gefunden haben. Tornupto war auch noch nicht. Bin gespannt, ob es Tornupto hier auch noch gibt. Aber ich meine, es gab Empoleon. Und war Empoleon? Nee, Empoleon war nicht mit Tornupto. Tornupto war mit Endivie und... Boah, war Tornupto zu Sumpex? Nee, Sumpex war mit Logok. Dann war Tornupto mit Impagator in derselben Generation, ne? Ja, ich glaube schon. Oh, und davon ist Lucario. Oh, mit dem müssen wir jetzt chillen, weil Lucario gibt es in einigen Minispielen als auswählbaren Charakter. Und den hatte ich nicht. Oh, Freunde, den Lucario, den brauchen wir ganz, ganz dringend. So. Okay, also dieses Feuerriegel ist keine große Herausforderung, aber es sieht sehr cute aus. Das kann man jetzt nicht leugnen. Aber die Musik hier ist richtig schön, wirklich. Das kann ich mir richtig so als Musik so beim Arbeiten vorstellen nebenbei, so, ne? So, mit dir müsste ich, glaube ich, befreundet sein, oder? Ja. Richtig, richtig schöne Musik. Gefällt mir extrem gut. Nein, ich will kein Ratespiel. Alles gut. Aber ich will jetzt hier mit Bluebella chillen. Oder mit dem Lucario, welches ich gerade weggeboxt habe. Passt auf. Obwohl uns hier im Pokepark einst jemand wieder auf den Weg der Eintracht geführt hat, ereignen sich in letzter Zeit erneut Erdstöße und es scheint etwas in der Luft zu liegen. Was geht hier im Park nur vor sich? Oh, die will auch gar nicht mit mir chillen. Okay, alles klar. So, aber Lucario. Du willst doch mit mir befreundet sein, oder? Lucario. Du scheinst im Zentrum großer Umwälzung zu stehen. Willst du einen Wettstreit austragen? Ich möchte deine Stärke testen. Lass uns Fangen spielen. Ich will deine Stärke testen? Lass uns Fangen spielen. Okay. Oh, ich glaube, das Dragoran da vorne, sich mit dem zu befreunden, das könnte auch verdammt schwer werden. So, oh! Okay, Meister. Sehr schön. Da haben wir ihn doch. Ich glaube, wenn er stehen bleibt und sich umdreht, ne? Dann ist er irgendwie so in der Lage, reinzuballern. Du bist gut, ich möchte gerne erfahren, wie es mit dir weitergeht. Du kannst immer auf mich zählen. Danke, Bro. Damit sind wir ja quasi schon Best Buddies, ne? Aber ich muss dich nochmal catchen. Und dann musst du mir in sehr vielen Minigames helfen. Junger Mann. Na? Wir müssen noch einige Bonusleistungen mit dir schaffen. Och, jetzt bin ich in das Meditier reingerattert. So, der wird jetzt wahrscheinlich gleich stehen bleiben. Wir genau mir auf die Fresse geben. Wart mal. Schaut mal, habt ihr das Schild da gesehen? Das war wie eine Rayquaza geformt. So, ich komme jetzt hier über die Außenbahn. Da erwartet der mich nicht. Oh, du Sau. Hä? Also, jetzt wart mal. Wahrscheinlich, ich mache hier mal wieder den Clown-Griff. Wahrscheinlich muss ich den mit dem Donnerblitz eaten, ne? Vermute ich mal ganz stark. Nein, ich wollte ihn gerade zünden. Ich habe gerade in dem Moment den A-Knopf gedrückt. Real Talk. Ja, aber ich habe ihn auch erwischt, Freunde. Wir haben uns gegenseitig geeatet. Du kleiner Teufelsbolzen, du. Sehr gut. Du hast mich eingeholt, obwohl ich alles gegeben habe. Ausgezeichnet. Von meinem Verwandten Riolo. Kannst aber noch, auch selbst du noch was lernen. Ja, mit dem bin ich leider schon dicke Meister. So, hi. Oh, wir haben hier nicht oft Besuch aus anderen Zonen. Wie bitte? Ob es sich um den Himmelsgarten handelt? Nein, da liegst du falsch. Das ist die Blumenzone. Der Himmelsgarten ist noch viel höher gelegen. Ich würde dich ja gerne hinführen, aber das geht leider nicht. Der Podestspiegel ist verschwunden und ohne ihn ist es unmöglich, den Himmelsgarten ausfindig zu machen. Oh, okay. Das ist eine Grassidea. Sie blüht noch nicht. Oder Grazidea. Sobald der Spiegel wieder auf dem Podest dort angebracht ist, wird es ein leichtes sein, den Weg zu finden. Okay. So.
Habt ihr gerade dieses Klingeln gehört? Es klang einfach so, als ob jetzt gleich eine Bahnhofsdurchsage oder sowas kommt. Aber die Blumenzone ist sehr schön, muss ich sagen. Also, mir gefällt die Musik extrem gut. Das ist so, ich höre ja sehr gern so 10 Stunden Animal Crossing Soundtrack mit Regengeräuschen oder so zum Arbeiten, ne? Was bist du denn? Ich habe hier Blumen gefunden. Aber für wen sind die denn? Muss ich bestimmt irgendjemanden bringen? Wetten? Pass auf, wir gehen jetzt volles, also wir gehen jetzt mal Full Commitment, Freunde. Und geben jetzt die Blumen diesem Pokémon, dessen Name ich vergessen habe. Hi. Okay, der will die Blumen nicht. Hubelupf. Du bist nicht von hier, stimmt's? Wir haben nur selten Besuch. Richtig niedlich bist du mit deinen roten Wangen. Lass uns Freunde sein. So einfach? Okay. So sind wir jetzt richtig dicke Buddies, ja. Alles klar. So, und dann reden wir auch mal mit dir. Spannende Mons hier. Du bist nicht von hier, oder? Dein Schweif ist so seltsam geformt. Magst mein Freund sein? Hey! Wie leicht man hier sein Freundebuch füllen kann. Ja, gerne. Also ich muss sagen, die Pokémon der Blumenzone, Freunde, die sind sehr zuvorkommend. So, das Dragoran. Dich brauche ich jetzt noch. Oh, jetzt habe ich den geheatet. Oh nein, jetzt fliegt er weg. Es tut mir leid, Meister. Es tut mir wirklich leid. So, würdest du nochmal landen für mich? Nur für mich? Yeah. Du bist schon weit hergekommen, nicht wahr? Stark siehst du aus. Wie wär's mit einem Wettstreit? Lass uns fangen spielen. Okay. Nun wollen wir anfangen. Oh boy. Ja, den muss ich wahrscheinlich einfach wieder hinterher dackeln, bis er landet, ne? Ich bereite trotzdem mal meinen Donnerblitz vor. Falls der notwendig werden sollte. Okay, der fliegt extrem hoch. Sobald ich merke, dass er landen will, setze ich zum Sprint an, Freunde. Yes! Der ist ja auch jetzt, sage ich mal, nicht gerade klein. Der ist jetzt nicht so schwer zu verfehlen. Klasse, lass uns Freunde sein. Ruf mich, wenn du Hilfe bei einem Spiel brauchst. Ja. Dragoran, auch du kommst in dem einen oder anderen Game vor. Ich glaube, in all den Fluggames, die es so gibt, da kommst du vor. So, jetzt muss der erst nochmal landen. Passt auf, ich glaube. Ich wollte jetzt gerade sagen, jetzt lassen wir den erstmal aus. Aber irgendwie will ich den Bums jetzt einfach weghaben, wenn ich ganz ehrlich bin. Mann, jetzt sieht ich den immer. Okay, geht trotzdem. So, nochmal. Aber hier in der Blumenzone, wir sind alle friedlich. Keiner wollte bisher mit uns kämpfen. Und habe ich mit dem Visenio eigentlich schon gespielt? Also ich weiß, dass in der Steinzone auch ein Visenio war. Aber wollte sich das da mit uns befreunden oder nicht? Das ist nämlich immer das, was ich immer nicht weiß, ne? Manchmal trifft mir auch Pokémon, aber sie wollen halt erst noch sich noch nicht mit einem befreunden, ne? Und dann in der, wenn man dann in der neuen Zone ist, denkt man sich so, ja, ich habe das Mon ja schon mal gesehen. Aber Pustekuchen dann, ne? Also man hat schon gesehen, aber man ist ja noch nicht mit ihm connected. So, wann landet der? Man hat echt nur eine Chance, den zu fangen, oder? Butz! Ich hasse Flugpokémon. Das ist so nervig. Das ist so belastend. Unglaublich, du wirst ja mal schneller, ja, oder du wirst langsamer. So, Voltilam, was geht? Wem muss ich denn jetzt eigentlich die Blumen bringen, die ich da gefunden habe? Infolge eines heftigen Erdschlusses fiel der Spiegel vom Podest hinab und ist seitdem verschollen. Ach, wir alle waren sehr bestürzt, zumal Rayquaza nicht zugegen war. Wärst du vielleicht so nett, den Spiegel zu suchen? Er ist in Richtung des Treffpunkts mit dem großen Baum hinabgefallen. Ah, okay. Ja, dann würde ich doch vorschlagen, diesen mal zum Treffpunkt zurück, oder? Jetzt meldet sich einfach mein Kalender und sagt, Bruder, du hast hier einen wichtigen Telefontermin. Scheißdreck habe ich, den habe ich verlegt. So, ich möchte gerne zum Treffpunkt. Und ab geht die Post. Yeah. Bim, bim, bide, bim. Bide, de, de, de. Schau mal, ich habe den Ballon mit Luft gefüllt. Bald geht's los. Mein Feuerwerk wird richtig gut. Hoffentlich schaut Mio auch zu. Und du, Pikachu, hast du den Himmelsgarten gefunden? Ui, hinter der Steinzone befindet sich also eine Zone, die aus einem Meer von Blumen besteht. Wir sollten alle zusammen mit dem Ballon dorthin fliegen. Wenn du den Spiegel findest, erfährst du auch den Weg in den Himmelsgarten. Könnte es vielleicht sein, dass... Ja, so muss es sein. Ich habe vorhin was Glänzendes ganz hoch oben im Baumhaus erspäht. Oh, what? Okay, können wir jetzt einfach hochlaufen und da ist das dann? Na dann, laufen wir mal das Baumhaus nach oben. Hi, was machst du denn hier? Freut mich, dich kennenzulernen. Ich habe dich genau analysiert, um dich nachahmen zu können. Lass uns Freunde werden. Ah, geil.
Jetzt finden wir hier in diesem Baumhaus auch noch ein paar neue Freunde. Was möchtest du wissen? Gar nichts. Tschüss. Ah, der kann einem so sagen, okay, welche Beeren, welche Spiele hat man am meisten gespielt, welche Attacken hat man am meisten verwendet, ne? Sowas in die Richtung, vermute ich jetzt mal. Aber vielleicht sind ja hier im Baumhaus noch mehr Pokémon, mit denen wir uns befreunden können. Hi, was machst du denn hier? Ach was, du bist also ein Freund des Pokémons, das diese schnuckelige Hütte gebaut hat? Dann bist du auch mein Freund. Alter, voll gut. Das ist der perfekte Ort, um etwas in sich zu gehen. Wenn du willst, verrate ich dir gerne meine Gedanken zu ein paar der geheimnisvollen Themen. Worüber willst du was wissen? Beben? Ja, in letzter Zeit kam es immer wieder zu Erdbeben. Vor langer Zeit sollen hier schon einmal Erdbeben aufgetreten sein. Auch damals soll plötzlich der Regenbogen verschwunden sein. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir das nochmal schaffen, den Regenbogen hier wieder hinzubekommen. Aber voll cool, dadurch, dass es hier dieses Baumhaus gebaut wurde, könnten jetzt hier voll viele chillen, ne? Voraussagen, mit welchem Pokémon du dich noch anfreunden wirst. Okay, Grünzone, was gibt's da noch? Ich sehe es ganz deutlich vor mir. In der Grünzone kannst du dich mit 3 Pokémon anfreunden. Ah! Ja, krass. Okay, wir müssen dann halt nur noch gucken, wie wir das machen, ne? Aber Stück für Stück, Freunde. Oh mein Gott, der Weg hier nach oben ist einfach ein Xylophon. Es ist so liebevoll gestaltet, ich liebe es. So, ich glaube, da ist der Spiegel, oder? Na? Du erhältst den Spiegel, platzier ihn auf dem Podest in der Blumenzone. Oh gut, ich dachte schon. Ich habe schon vor meinem inneren Auge gesehen, Freunde, dass wir da jetzt den ganzen Weg laufen müssen. Okay, es reicht schon, dass wir hier den Weg jetzt laufen müssen, aber das ist okay, ne? Damit bin ich cool. Ich weiß nicht, was das Spiel daran hat, den Spieler permanent mit irgendwelchen Dingen in der Hand ewig lange Wege laufen zu lassen. Ich bin mir echt nicht sicher, warum sie das getan haben, ne? Was deren Intention dahinter war, aber in Ordnung. Ja, ist ja ein verhältnismäßig kurzer Weg, den man sich aber auch hätte sparen können. Okay, da wären wir. Okay, hat der sich jetzt automatisch ausgerichtet? Yeah! Okay, da ist der Himmelsgarten. Nein, damit rufen wir Rayquaza! Yo! Als ob! Hä, wie episch! Rayquaza ist so ein fettgeiles Pokémon, wirklich. Du hast also den Podestspiegel zurückgebracht. Habe recht herzlichen Dank dafür. Möchtest du zum Himmelsgarten? Nun, dann sollst du zuvor mein Spiel, übrigens das letzte Spiel von allen hier im Pokepark, meistern. Des Himmelsgartens ist nämlich nur würdig, wer zusammen mit seinen Freunden alle Spiele gemeistert hat. Ja, we're ready. Du sammelst fleißig Prismensplitter, ne? Möchtest du dich an meinem Spiel, dem Panikzeppelin, versuchen? 40 Bären kostet's. Ja, ich hab 999 Bären. Panikzeppelin, okay. Berühre die Ringe auf Rayquazas Zeppelin und zerstöre die Ziele für noch mehr Punkte. Halte nach dem Startschuss das Gleichgewicht. Berühre die Ringe und sammle Punkte. Läufst du gegen Voltoball oder Elektroball, verlierst du dadurch Punkte, spring mit 2 und weiche ihn aus. Wenn du dich zu nah an die Kanten bewegst, fällst du vom Zeppelin und verlierst auch Punkte. Hast du den Bug erreicht, richte die Fernbedienung auf dem Bildschirm, bis der Cursor erscheint. Nimm die fliegenden Ziele ins Visier und hol sie mit A vom Himmel. Okay, sehr interessantes Spiel. So, da, ne? Hier fehlt mir nur noch Voltilam. Dann hätten wir jedes Pokémon für dieses Spiel. Krass, ne? Mit Voltilam können wir uns irgendwie noch nicht befreunden. Welche Punktzahl muss ich eigentlich erreichen? Ich nehme das Pokémon, was die meisten Punkte schafft. Lucario schafft 45.000. Ja, und hier geht's dann nur bergab. Alles klar. Spielen wir gleich Lucario, Freunde. Rein in die Masse. Das Pokémon, welches die meisten Punkte sammeln muss. Yo, wie cool das aussieht. Yo! Ein riesen Rayquaza, Zeppelin. Ey, ich feier das wirklich. Das ist ja mal mega geil. Auch, dass Rayquaza hier so eine Rolle spielt, finde ich sehr nice. Okay, das lief jetzt nicht so gut. Okay, da habe ich den roten Ring verpasst. Alles ärgerliche Momente, aber wir schaffen das schon. Ich muss hier auf jeden Fall noch mehr rote Ringe mitnehmen. Okay, das ist so ein Regenbogenfarbener. Genau, den brauchen wir. Zack, noch ein Regenbogenfarbener. Okay, also ich lasse auf jeden Fall einige aus, aber ich muss hier erstmal reinkommen. Ne? Ich muss die Steuerung checken und alles. Oh Mann, oh. Oh Gott, wie soll man das denn einsammeln? Ich habe 12.000 Punkte.
Okay, Freunde, das wird, glaube ich, niemals was. Real Talk. Oh mein Gott, man kann hier quasi nicht verfehlen. Schaut euch mal an. Oh, die darf ich nicht treffen. Schaut euch mal an, wie groß diese Zielscheibe ist. Also man kann halt legit nicht verfehlen. Man trifft einfach alles. Was zur Hölle. Aber hey, 49.000. Das reicht. 30.000 hätte ich gebraucht und 45.000, genau, das war die Maxleistung. Sehr schön. Damit theoretisch das schwerste Pokémon schon mal geschafft. Gute Sache, Freunde. Lucario. Sehr geil. Und vor allem auch unser erstes Minispiel mit Lucario. Muss man jetzt an der Stelle auch sagen. Es gibt auf dieser Welt allerlei Pokémon mit ganz verschiedenen Stärken. Solche, die durch die Lüfte gleiten. Pokémon, deren Zuhause das kühle Nass ist, sowie Pfeilschnelle. Und kraftstrotzende Pokémon. Aber mit einem Pokémon allein alle Spiele zu meistern, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Die Spiele sind ein Mittel, deine Freundschaft zu anderen auf die Probe zu stellen. Nur wer die Kräfte mit seinen Freunden vereint und alle Spiele gemeistert hat, kann sich in den Himmelsgarten begeben. Ja, und wir haben den letzten Prismensplitter. Damit hast du nun alle Splitter beisammen. Begib dich mit ihnen bitte in den Himmelsgarten. Shaman kann dich sicher dorthin führen, indem er die Lichtstrahlen des Podestspiegels als Wegweiser nutzt. Geil. Und Rayquaza ist einfach mein Freund. Na, mal kurz so mit Rayquaza befreundet sein. Nein, nicht schlecht. So, die Frage ist aber, kriege ich jetzt auch noch Voltilam als Freund? Ja, ich brauche den Kollegen hier. Voltilam! Danke, dass du den Spiegel hergebracht hast. Ich gebe dir nun einige Tipps für den Panikzeppelin. Ah, okay. Möchtest du mit mir Fangen spielen? Ja, bitte. Weil ich brauche dich nämlich nicht nur hier beim Panikzeppelin, sondern es gibt hier mehrere Spiele, wo ich deine Hilfe gut gebrauchen kann. Ah, let's go. Sehr schön. Jetzt hast du mich erwischt. Ach, du bist aber auch schnell. Von nun an sind wir Freunde. Yeah. Theoretisch könnte ich jetzt den Panikzeppelin abschließen zu 100%, ne? Mit allem, was dazugehört. So, aber vorher will ich mit dir crazy gut befreundet sein. Los geht's! Und dann will ich vielleicht mal gucken, ne? Ich weiß es natürlich nicht, ob vielleicht manche Pokémon erst auftauchen, wenn ich das Spiel durchgespielt habe, ne? Also, es gab jetzt, wie gesagt, in der Grünzone laut dem Abra noch 3 Pokémon, mit denen ich mich anfreunden kann. Ne, ob die vielleicht erst auftauchen, wenn ich das Spiel durchgespielt habe? Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Aber wäre natürlich spannend herauszufinden, ob wir die einzelnen Zonen jetzt schon komplett abschließen können. So, Shaman, was geht? Oder warte mal, können wir mit Bluebella jetzt auch schon chillen? Die hätte ja auch keinen Bock auf uns. Nee, die erzählt mir immer noch ziemlich einen Dünnpfiff. Alles klar. So, Shaman, dann. Ach nee, die redet nur über die Blume. Du hast alle Spiele gemeistert. Meinen herzlichen Glückwunsch. Aber ich kann dich leider nicht zum Himmelsgarten führen, solange die Grazidea nicht blüht. Aber jemand wie du, den alle Zonenmeister hier achten, wird sicherlich einen Weg finden, die Blumen erblühen zu lassen. Ist das so? Ah, Bluebella hat Bock. Das ist natürlich sehr sinnvoll. Oh, hast du eine Frage über die geheimnisvolle Welt der Blumen? Du möchtest also die Grazidea sofort zum Blühen bringen? Dann lüfte ich jetzt das Geheimnis. Eine jede Blume erblüht im Nu, wenn du sie mit der Wunderkanne gießt. Ich habe die Kanne 1 in der Strandzone aufgelesen. Ah, die schenkt die mir sogar. Okay, ich muss die nicht mal besorgen. Ja, na dann nehmen wir diese Spielplatz-Plastikkanne und gießen sie damit. Oh, ist das cute. Oh mein Gott, wie das aussieht. Ich liebe es. Und das war jetzt einfach nur so eine Blume? Danke. Nun darfst du in den Himmelsgarten gehen. Oh, aber du kannst nicht fliegen, habe ich recht. Wie soll ich dich dann zum Himmelsgarten bringen? Etwas nähert sich uns von den Klippen. Ich werde mal meine Form ändern und nachsehen gehen. What? Shaman kann seine Form ändern? Ich weiß davon nichts. Boah, ich wusste legit nicht, dass das Vieh das kann. Shaman ist ein Pokémon, von dem ich keinen Schimmer habe. Oh, cute! Das ist so süß, dieses Spiel, ne? Ich drehe hohl.
Und Shaman kommt einfach mit, ne? Bam, ba, bam, ba, da, bam. Pikachu, mach doch die Augen auf. Wir gehen in den Himmelsgarten. Wow. Oh, wie cool das aussieht. Dreh hohl. Und da ist Mew. Wir sind angekommen. Dies ist der Himmelsgarten. Hä? Und wieder hat die Erde gebebt. Das Himmelsprisma ist tatsächlich zersplittert. Ich konnte mich vorhin aus der Luft davon überzeugen. Der Streit zwischen den Pokémon und all die seltsamen Ereignisse hier im Pokepark sind wohl darauf zurückzuführen, dass das Himmelsprisma zersplittert ist. Wenn das Himmelsprisma seine alte Macht zurückerlangt, wird im Pokepark wieder alles wie früher. Schnell, du musst Mew die Prismensplitter überbringen. Wo steckt Mew nur? Mew mag es, Leuten Streiche zu spielen. Wahrscheinlich hat er sich hier irgendwo versteckt. Als ich neulich mal hier war, ist er auch plötzlich in der Gestalt eines Alpollos hinter mir aufgetaucht. Er ist nämlich Gestaltenwandler. Er gab vor, ein Apollo zu sein. Dieser Mew ist ein echter Scherzkeks. Wir passen besser auf, dass wir ihm nicht auf den Leim gehen. Mew will also verstecken, spielen dann mal los. Gut, ich zähle auf euch. Ich werde jetzt in die Blumenzone zurückkehren. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ja. Und wir werden jetzt auch erstmal zurückreisen, Freunde. Denn ich will hier das Finale nicht spielen, solange die Zonen nicht fertig sind. Und ich werde mir jetzt mal ganz genau angucken. Oh nee, ich darf nicht zurück. Oh boy. Ich darf nicht zurück. Okay, Freunde. Dann suchen wir den Kollegen doch mal. Da vorne ist Endivie. Aber vielleicht ist das auch Mew. Oh, Sina Pikachu, hier ist Mew auch nicht. Plinfer meinte übrigens, er würde zurück zum Heißluftballon gehen. Wenn der Ballon vom Wind weggeblasen wird, sitzen wir hier fest. Er will nur sicher gehen, dass dort auch alles in Ordnung ist. Okay. Ich schock den mal. Das sind die wir? Nee. Ich dachte, dass dann vielleicht so ein Mew rauskommt. Dann reden wir mal mit Lumanda. Wo versteckt sich Mew bloß? Vielleicht irgendwo dort oben? Ich schock auch den Kollegen mal. Ich denke mir, vielleicht kommt dann irgendwann so ein Mew raus. Das ist so meine Hoffnung. Ist das so? Alles klar. Aber ich meine, hier oben müsste ich ihn ja eigentlich sehen, oder? Ah, warte mal, hier ist Plinfer. Aber Plinfer ist auch unten, ne? Hier scheint Mew nicht zu sein. Oh mein Gott. Also, als ob das... Ich schock den auch mal. Als ob jetzt das Plinfer, mit dem ich geredet habe, wirklich Mew gewesen ist. Als ob. Als freaking ob. Haben wir einfach hops genommen, ne? Was eine kleine Sau. Deswegen ist er wahrscheinlich auch nicht zurückgeflogen. So. Kollege. Oh, ich hasse diese unsichtbaren Mauern, ne? Dass man hier einfach nicht so von so einer Rampe einfach runterspringen kann. Das ist so weird. Na, Meister? Was ist los? Nein, ich habe mich nicht vom Fleck bewegt. Wie, das mich gerade am anderen Ende des Gemäuers gesehen, sagst du? Vielleicht war das am Ende ja. Schnell, geh nochmal hin und sieh nach, wer das war. Nein, du bist doch safe, das Mew, oder? Hä? Jetzt kann mir ja jedes der beiden Plinfers erzählen. Ja, geh zu dem anderen Plinfer. Bruder. Alles klar. Dann schauen wir mal. Wer das ist. Hi. Wozu denn dieser ernste Blick? Hast du Mew schon gefunden? Oh, hast du etwa den Verdacht, dass fauler Zauber dahinter steckt? Dass ich so schnell auflege, hätte ich nicht gedacht. Aber das spricht wohl für eure Freundschaft. Das Himmelsprisma ist zersplittert und die Pokémon des Pokeparks haben sich zerstritten. Doch du hast es geschafft, sie alle wieder miteinander zu versöhnen. Vielleicht erhält das Prisma nun auch seine alte Form zurück. Der Bund der Freundschaft unter den Pokémon muss nur noch ein klein wenig stärker werden. Pikachu, ich habe eine Idee. Lass uns miteinander spielen. Wenn wir beide Freunde werden, erlangt das Himmelsprisma sicher seine alte Form. Komm, versuch dich an ein paar Wettstreiten mit mir. Okay. Ich bin sehr gespannt. Zurück zum Treffpunkt? Ja. Sehr gut. Denn bevor wir mit Mew spielen und vermutlich das Game abschließen... Werden wir jetzt nochmal alle Zonen überprüfen, Freunde. Und noch mit allen Pokémon uns
uns mit allen Pokémon befreunden, mit denen wir uns bisher noch nicht befreundet haben. Und genau das machen wir beim nächsten Mal. Und dann sind wir bereit für das Finale. Friends, beim nächsten Mal klappern wir Stück für Stück alles ab. Ich werde auch das Rayquaza-Minispiel dann nochmal durchgrinden, ne? Damit wir auch das abschließen können. Und dann sind wir bereit für das Finale. Vielleicht finden wir auch schon über unser Freundebuch raus, wer uns noch fehlt. Hier, schaut mal. Chelterra, Mamfaxo, nee, ich habe keine Ahnung, wer die 5 ist. Und Pachirisu, hier fehlen mir auch noch 2. Ne? Das sind die 3, die ich hier noch finden kann. Wir schaffen das schon. Bis zum nächsten Mal. Und noch ein großes Dankeschön an JT90PRL, Hükrischi und dem Pauson für die mega Unterstützung mit eurer Kanalmitgliedschaft.